Hallo, ich bin Tom und in diesem Video geht es darum, wie man sogenannte Pike Shanks selbst herstellen kann. Man kann diese Shanks natürlich auch fertig kaufen. Aber ich habe sowieso das Material zu Hause gehabt und ich dachte mir, das kann ich doch auch günstig selbst herstellen. Ja, und was habe ich jetzt dafür verwendet? Und zwar hatte ich hier zu Hause noch Schweißdraht, V2H ist das, gibt es in 1 Meter Länge. Der ist 1 mm stark, dann eine relativ stumpfe Kneifzange, einen Seitenschneider und einen Nagel. Und das ist eigentlich alles, was wir dafür brauchen. Der Schweißdraht ist zwar relativ weich, aber man muss wirklich keine Angst haben, dass sich der fertige Shank dann irgendwie noch verbiegen könnte, denn wenn er jetzt nochmal mit Bindefaden gesichert ist und noch mit Bindematerial belegt wurde und eventuell auch nochmal eine Beschwerung oder sonst irgendwas angebracht wurde, dann ist er doch relativ steif und verbiegt sich auf keinen Fall mehr. Also ist mir noch nie vorgekommen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir die Ösen anbringen, und zwar einmal um 90 Grad versetzt, so wie hier, oder eben die Ösen in einer Linie, sage ich mal. Ich habe jetzt keine Unterschiede feststellen können. Eigentlich ist es wurscht, meiner Meinung nach. Und los geht's. Wir nehmen den Nagel, legen den Draht an den Nagel, biegen ihn mit den Fingern einfach hier einmal um. Wir haben dann hier so eine Öse, lassen aber den Nagel hier drin, halten ihn mit zwei Fingern fest, drücken mit der stumpfen Kneifzange hier am Nagel entlang. Es geht mit einer stumpfen Zange einfacher als mit einer wirklich scharfen. Außerdem verletzen wir den Draht nicht und bilden so keine Sollbruchstelle. Und jetzt haben wir hier eine richtig schöne Öse. Setzen jetzt wieder an, 90 Grad versetzt. Wir können jetzt hier die Länge bestimmen. Seitenschneider zwicken ab und das war's schon. Man kann so innerhalb kürzester Zeit wirklich eine ganze Menge an Pike Shanks herstellen. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Zum einen können wir hier den Shank direkt am Haken anbringen und zum anderen können wir den Shank mittels eines Karabiners nachträglich am Haken anbringen. Dazu in einem anderen Video mehr.